Ein Blutungsserum. Fackel. Ich habe genug Flammenschmetterlinge, also kann ich das machen. Und meine Fackel hat ja auch genug Zeit. Na. Ah. Genau, da ist die zweite. Okay, das war die zweite. Dieser Weg hier war schon immer sehr garstig. Vor allem wegen diesen Säulen und den Trollsäulen vor allem. Wenn man auf der falschen Seite der Säule vorbeigeht, fällt man in den Tod. So, hier sind nämlich Gegenstände. Ein Drachenamulett, was die Priesterin gedroppt hat, aber viel interessanter ist die Estos Flakon Scherbe, die wir nicht mehr brauchen. Und hier drin haben wir das Sonnenlichtschwert. Genau, das ist wohl eher was für uns. Das ist nämlich die Waffenverzauberung, also ein Verzauberungswunder für Waffen. Also das Wunder für die Waffenverzauberung, wie auch immer. Damit können wir mit unserer Glocke unseren Speer Blitz verzaubern. So. Jetzt als nächstes in das Haus hier schauen. Ach, da drüben war auch noch was. Hey du. Erstmal dich ausschalten. Oh, er blockt. Ein alter schimmernder Lebensstein, das ist nicht schlecht. So, in dieser Hütte ist niemand. Die ist auch ziemlich unter Wasser gesetzt. Ritterseele, alles Mögliche. Glatter seidiger Stein. Und hierüber können wir die Hütte verlassen. An die Stelle, da erinnere ich mich gar nicht mal so sehr. Wow. Weg mit euch beiden. Das hier sind verdammt viele Verfluchungsurnen. Aber mehr ist hier auch nicht. So, da hinten sind Gegenstände zum Looten. Da drüben auch. Aber da drüben geht es eh weiter, wenn wir durch die Höhle durch sind. Ich gehe jetzt erstmal wieder zu dieser Höhle, zu dieser Hütte zurück. Von hier aus gibt es nämlich auch wieder mehrere Wege und hier muss man auch wieder verdammt höllisch aufpassen. Weil vor allem habe ich mal den Fehler gemacht, ich bin hier diesen Weg entlang gerannt und am Ende dieses Weges war Ende. Also richtig Ende, ich bin ins Wasser gefallen und war tot. Hier ist auch ein riesiges Loch.
Ja, das sieht man fast schon anhand der Ruinen, dass hier mal so eine Art Brunnen war. So, ich will mich erstmal zu dem Gehölz hier durchschlagen. So, und den hier loswerden. Und dann sie hier loswerden. Bevor ich den hier loswerde. Ring voraus. Ja, Oger voraus. Wow, genau dieser Angriff ist tödlich. Wenigstens folgt er mir nicht so weit raus. Wow. Das Problem ist immer, wenn er nicht angreifen will, sondern wenn er einfach nur stumpf wegläuft. So. Du bist weg. Und wir haben den Lebensring plus 2 und das Sängerinnenkleid. Ja, sehr schick. Das kann sich eher wie als Sängerin tarnen, was nur nicht viel bringt. Hä? So, hier hinten wird es wieder lustig. Zum Glück haben sie diesen Teil ein bisschen genervt. So. Weg mit ihr. Dann kümmern wir uns um dich. Wir wissen jedenfalls schon mal, dass hier ein direkter Weg ist. Jetzt willst nur noch du da drüben und die da hinten. Und etwaige Nervensägen im Wasser. Ich nehm's zurück, da steht ja noch eine. Wow. Okay, es sind zwei von euch. So viel dazu, dass sie das genervt haben. Ah. Und da bin ich gestorben. Ja, habe ich gesagt, dass ich das Gebiet hasse. Das heißt, ich darf jetzt alles nochmal machen. Größtenteils. Außer natürlich die Oger töten. Aber ihn hier zum Beispiel muss ich schon wieder ausschalten. Wow.
Und diesmal stelle ich mich ziemlich schlecht dabei an. So. Der ist weg. Ich kann wieder auf dich wechseln. Au. Den Rücken schießen ist unfair. Ah, das ist nicht gut. Wenn ich nämlich jetzt sterbe, sind ein Haufen Seelen futsch. So. Dem ausweichen. Ein Menschenbild. So, die ist ausgeschalten. Also man merkt, man wird hier ständig unter Sperrfeuer genommen. Kaum hat mal eine ausgeschalten, kommt nämlich schon die nächste. So, schimmernder Lebensstein ist okay. Blitzer des Titanit brauchen wir eigentlich kaum. Dich ausschalten, damit du mich nicht störst. Da drüben sehe ich noch einen im Wasser. Da hinten ist der Ritter wieder aufgetaucht. Den können wir allerdings auch gezielt ignorieren. Oh, das können wir nicht ignorieren. Das ist sehr schlecht. Oh, oh. Lebensstein. Wir haben ja genug davon. Ein schimmernder Lebensstein. Ist auch okay. Jetzt musst nur du weg. So. Alles, was hinter uns ist, können wir ignorieren. Den da können wir nicht ignorieren. Gut. Heilung. Jetzt müssen wir wieder da hinten hin und den Seenhaufen zurückholen. Oh. Da ist einer aber arg aggressiv. Menschenbild ist okay. So, jetzt erstmal die da wieder loswerden. Wow. Genau, prall bitte von meinem Schild ab. Ach stimmt, ja, da war ja noch was im Hintergrund. So. Uffala.
Okay, der will nichts von uns im Augenblick.